Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Wenn wir heute in Zusammenhang mit einem EU-Gerichtsurteil über eine Stickstoffverbindung namens Nitrat reden, dann wird uns eigentlich nicht so richtig klar sein, um welches wichtige Element es sich eigentlich handelt. Es handelt sich um Stickstoff. Stickstoff ist der Baustein für Protein, für unser Leben. Und es hat eine ganz große Bedeutung im Bereich der Pflanzenernährung, ist ein notwendiges Pflanzennährelement. Deshalb haben wir so große Forscher gehabt, wie Justus von Liebig, meine Kollegin hat es angesprochen, der vor 100 Jahren, über 150 Jahren herausgefunden hat, dass die mineralische Ernährung der Pflanzen essentiell wichtig ist. Diese Entwicklung hat uns dazu gebracht, dass wir Hunger- und Mangelernährung in Deutschland und in Europa fast ausschließlich haben beseitigen können. Die neue, moderne Landwirtschaft in den letzten Jahrhundert, Ende des letzten Jahrhunderts, hat eine Konzentration hinter sich, sie hat eine Spezialisierung hinter sich und hat auch dazu geführt, dass wir bestimmte Betriebe, insbesondere in der Tierhaltung, haben, die mit hohen Tierzahlen arbeiten und leider natürlich auch im Zusammenhang auf Böden, die relativ leicht sind und die bestimmte Mengen von solchen Jauche bzw. später dann Güllemengen schwer haben verdauen können. Zu der damaligen Zeit war man noch nicht so richtig in der Lage einzuschätzen, was für eine Bedeutung das hat. Es hat ein bisschen gedauert, die Gülle als solches richtig als einen Dünger und Nährstoff wahrzunehmen, aber inzwischen ist das auf einem sehr guten Wege und man weiß ganz genau, was man an diesem Dünger hat. Aber es haben sich natürlich daraus Folgewirkungen ergeben, nämlich Überschüsse bei den Nitratkonzentrationen in den Oberflächengewässern und auch in den Grundwasserleitern. Dies hat die Europäische Kommission gemerkt, weil es nicht nur in Deutschland so war, und hat eine EU-Nitratrichtlinie schon in den 90er Jahren entlassen. Und alle Länder, die davon betroffen waren, haben es mehr oder weniger versucht, einigermaßen umzusetzen. Dann haben wir festgestellt, nach langem Hin und Her, auch mit politisch großen Schwierigkeiten, eine neue Düngemittelgesetzgebung auf den Weg zu bringen. Die ist dann 2017 auch entstanden. Aber man fragt sich, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Wenn man mal genau überlegt, neben den ganzen politischen Streitereien, das war auch eine große Arbeit, weil die Enddüngung von Kulturpflanzen ist nun mal keine Kleinigkeit. Es geht um Erträge, es geht um Qualität, auch für die Landwirte. Es geht aber auch um die Frage der Stickstoffdynamik im Boden. Der Stickstoffdynamik im Boden lassen sich nun mal schwer in Gesetze pressen, weil man nicht genau weiß, wie verhält es sich unter bestimmten Faktoren. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kulturpflanzen selbst haben ganz unterschiedliche Ansprüche. Insofern war das keine leichte Aufgabe. Herausgekommen ist natürlich ein Exponat, das, wie wir alle wissen, relativ schwierig ist zu lesen, auch für den Landwirt. Und es hat auch einen erheblichen Bürokratieaufwand. Aber die Nitratproblematik, glaube ich, allein aus der Landwirtschaft, das hat ein Kollege auf der linken Seite richtig beschrieben, ist natürlich nicht nur eine Frage der Landwirtschaft selber, sondern auch Industrie, Besiedlung und Verkehr tun einen erheblichen Beitrag dazu bei. Haben wir uns eigentlich mal genau überlegt, was in unseren Abwasseranlagen passiert? Funktionieren eigentlich alle Kläranlagen ordentlich? Was passiert eigentlich bei den dauernden Überschwemmungen in den letzten Jahren, die wir erlebt haben in den Kläranlagen? Was ist eigentlich mit der Dichtigkeit? Wir haben eine Vorgabe, auch durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie Dichtigkeitsprüfung durchzuführen. Das kommt nicht von ganz ungefähr, weil wir ahnen, dass ein ganz großer Teil auch der Hauskläranlagen nicht in Ordnung ist. Wo bleibt das alles? 80 Millionen Menschen, die haben genau die gleichen Probleme wie 21 Millionen Hausschweine. Und da kommt auch was raus, was im Grundsatz die gleiche Belastung hat, die wir hier besprechen. Und insofern ist ein dringender Auftrag, nicht nur über die Landwirtschaft zu sprechen, sondern auch gerade über diesen Bereich. Und davon möchte ich Sie gerne überzeugen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die jetzige Klage bezieht sich aber nicht auf die Düngemittelverordnung von 2017, sondern auf den Stand von 2006. In dieser Zwischenzeit ist aber eine Reihe passiert. Ich habe Zahlen vorliegen, mögen zwar aus dem Nitratbericht von 2016. Daran ist zu lesen, dass der Zielwert der oberirdischen Grundwasser, der oberirdischen Gewässer 50 Milligramm komplett einhalten. 98% der Messstellen und Fließgewässern und 72% der Seen haben einen abnehmenden Trend bei den Nitratbelastungen erkennbar.
Beim Grundwasser ist es etwas schwieriger, wurde der Grenzwert von 50 Milligramm immerhin noch bei 82% erreicht. Allerdings ist auch da die Berechnungsgrundlage, wenn man sich die mal anguckt, etwas anders. Nämlich in dem Moment, wenn bei einem Grundwasserleiter ein Wert den Wert, Grenzwert von 50 Milligramm übersteigt, ist dieses ein Fehlwert und der wird als Überschreitungswert berechnet. Auch das muss man wissen, wenn man sich über diese Dinge unterhält. Was soll eigentlich diese Aktuelle Stunde, nachdem wir eigentlich wissen, liebe Grüne, dass sich die Lage verbessert? Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass natürlich eine Enddynamik an der Stelle nicht so schnell zu messen ist, schon gar nicht in einem Jahr. Wollen Sie wirklich nur wieder die übliche Diskussion führen und die Landwirte als Umweltsünde an Pranger stellen? Ich hoffe nicht. Wir dagegen sind der Meinung, wir müssen Taten folgen lassen, und zwar die Umsetzung der Düngeverordnung so schnell wie möglich umsetzen, die Beratung der Landwirtschaft intensivieren und natürlich die Gülleverteilverfahren verbessern. Da sage ich auch ganz ausdrücklich, es ist unmöglich, dass immer noch ein Prallteller durch die Gegend fährt, der einen erheblichen Verlust an Stickstoff bedeutet und eine völlig ungenaue Deplatzierung bedeutet für Ammonium. Das Ganze entweicht in die Luft, das muss verschwinden und dafür müssen wir Programme auflegen, meine Damen und Herren. Ebenso. Kollege Abercron, auch wenn das Ihre erste Rede ist, müssen Sie jetzt bitte zum Schluss kommen. Ich beeile mich. Programme zur Erreichung von Güllebanken ist ebenso wichtig, ebenso wie die Lagerkapazitäten. Und dann will ich einen letzten Satz sagen. Das Bemühen muss sein, die Dünge und die Stickstoffdünge so zu erhalten, dass wir Qualität erzeugen. Es darf nicht so kommen wie in Dänemark, dass wir so strenge Regeln haben, dass wir keinen Qualitätsweizen mehr erzeugen können. Das darf nicht das Ende unserer Landwirtschaft sein. Herzlichen Dank. Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist der Kollege De Vries für die CDU-CSU-Fraktion.